Warum hast du dich für Unternehmensführung entschieden? Für mich war es nach dem Abitur erstmal ganz wichtig, gleich den Anschluss zu finden und zu schauen, ich möchte gleich studieren. Wo kann man studieren? Es gibt vielleicht in der Region FHs, Unis, für was entscheidet man sich? Ich persönlich bin eher so der Praxisbezogene. Ich studiere gerne an einer Fachhochschule und habe schon viele Kontakte gehabt zu Freunden, die gesagt haben, hey, die Unternehmensführungsstudiengang an der Fachhochschule Kufstein, der ist wirklich super. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das wäre vielleicht eine ganz gute Sache. Habe dann geschaut, ja, es ist nicht weit weg, es sind 30 Kilometer, ich wohne in Neubeuern, man kann gut herpendeln mit der Bahn und ja, das war dann mit einer der ausschlaggebenden Gründe und dann hat alles zusammengepasst. In welchen Praxisprojekten konntest du schon Erfahrung sammeln? Wir hatten vielerlei an Praxisprojekten, vor allem jetzt im zweiten Semester das 7-Euro-Cash-Projekt, wo es darum geht, in 7 Wochen so viel wie möglich Umsatz zu generieren mit einer Geschäftsidee in einem Team von 5 Personen. Das war mit eines der ersten Praxisprojekte, die wir jetzt hier im Unternehmensführungsstudiengang gemacht haben. Sehr, sehr interessant, weil man wird so ins kalte Wasser geschmissen. Man weiß am Anfang gar nicht, das muss eine Idee her, es muss schnell gehen, man muss schnell Gewinn erzielen. Ja, wo kann man die Kunden, was ist unser Produkt? Und wir haben aber relativ schnell dann eine sehr, sehr gute Lösung gefunden und auch dann mit einer erfolgreichen Präsentation abgeschlossen, haben das ganze Projekt dann auch gewonnen. Also es war sehr erfolgreich. Und jetzt aktuell sind wir gerade am 3. und 4. Semester an der Organisation des Family Business Days. Im 3. Semester haben wir ihn schon durchgeführt. Jetzt organisieren wir den kommenden Family Business Day und da sind wir fleißig am Arbeiten.